Hallihallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder mal zurück zum Pokémon Tekken. Jawohl, wir sind in den letzten Parts von Rang 40 auf Rang 16 gestiegen. Sehr, sehr gut, wir sind schön vorangekommen. Und in diesem Part müssen wir uns leider ganz kurz von Gardevoir verabschieden, denn wir wollen ein neues Pokémon mitnehmen. Und zwar, ich nehme in den nächsten drei Parts nämlich das gute Gengar mit. Ja, und wie ich am Anfang meines Let's Plays gesagt habe, gibt es zu Gengar eine wunderbare Geschichte, warum ich Gengar richtig cool finde und so weiter. Und zwar liegt es mich daran, ich habe früher überhaupt zur Zeit, wo es halt kein Internet gab und so weiter und so fort und Computer viel zu teuer waren oder viel zu langsam waren und so weiter, wusste man zum Beispiel nicht, dass man Pokémon tauschen konnte. Also ich wusste es zum Beispiel nicht. Und ich hatte also ein Alpollo die ganze Zeit als mein Teampartner gehabt. Oh, wir können noch keinen weiteren Teams machen. Ja, vielleicht kommt es noch. Und ich hatte also ein Alpollo die ganze Zeit als mein Teampartner gehabt. Als Nebulak hatte ich das gefangen, trainiert und trainiert und trainiert. Und dann hat es halt irgendwann sich zu einem Nebulak entwickelt. Und Nebulak hat sich dann entwickelt zu Alpollo. Und Alpollo war dann halt eins meiner Standard-Pokémon gewesen. Ich habe ihn sehr krass trainiert, war auch sehr stark gewesen, gehörte zu meinen Haupt-Teammates und so weiter. Ja, und dann eines Tages hat ein Kumpel zu mir gesagt: Du, sag mal, Thorsten, warum hast du eigentlich immer noch ein Alpollo bei dir mit? Ich so: Ja, weil Alpollo ein voll geiles Pokémon ist und so weiter, das ist voll stark und so, ist eins meiner besten und ja, ich find's voll stark. So, dann meint er: Ja, warum entwickelst du das nicht eigentlich mal langsam zu Gengar? So, wie, das kann man entwickeln? Wie, Alpollo kann eine Weiterentwicklung haben und so weiter? Ja, das ist voll krass und so, da wird er voll stark und so. Aber Problem ist, du musst es tauschen. Ich so: Wie tauschen? Was, nee. Nee, und damals habe ich ja gerne die Pokémon-Folgen geguckt. Und da gab es eine Pokémon-Folge, und zwar, wo Ash sein Smetbow gegen ein Radikan getauscht hat und so weiter. Und dann hat er das nicht wiederbekommen. So, da hat der Trainer gesagt: Nee, eigentlich bekommst du das nicht wieder und so weiter. Das wirst du nicht mehr wiederbekommen und ich werde dann schön auf das aufpassen. Und genau die gleiche Situation war auch bei mir und Alpollo gewesen. So, ich habe gedacht, ich bekomme mein Alpollo nie wieder. Und was auch der Fall gewesen ist, also Alpollo hat sich dann halt zum Gengar entwickelt und so weiter. Und ja, der war dann komplett weg, weil der ehemalige Kumpel, der hat dann halt auch den Kontakt abgebrochen und so weiter. Oh, was jetzt? Der hat irgendwas gemacht. Was war das denn für ein geiler Anfang? Das war ja cool. Guckt da so hin, so. Yeah. So, wir nehmen Lapras. Jetzt bin ich aber gespannt, was Gengar für Attacken kann. Und der sieht ganz komisch aus. Ich glaube, der hat seinen Angriff erhöht. Oh, 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 das wird, glaube ich, jetzt schwieriger werden. Okay, der hat seinen Angriff erhöht, das sieht man voll. Und naja, dann habe ich halt, irgendwie gefragt, na sag mal, was ist denn jetzt mit meinem Gengar? Kriege ich das irgendwann wieder? Und dann hat er das einfach dann behalten für ein, hat das behalten. Und dann musste ich versuchen, das wieder irgendwie hinzukriegen. Und dann habe ich wirklich gefragt, na sag mal, kannst du mir das nicht wieder zurücktauschen? Ich will meinen Gengar wieder haben und das ist voll gut, das habe ich voll trainiert und so. Jetzt behältst du das einfach. Und ja, nach mehreren Wochen und so weiter habe ich das erst dann wiederbekommen. Ja, war heftig gewesen. Und dann war das auch ganz anders, das Gengar und so weiter. Da hab ich mich voll gewundert, hä, was ist denn jetzt mit Gengar los und so weiter? Warum bekommt er denn so komische Sachen und so weiter? Und was ich gerade mal sagen muss, der Kampfstil gerade von Gengar, der kommt mir irgendwie bekannt vor gerade, so ein bisschen. Und zwar so von Bayonetta so ein bisschen. Mit den ganzen, diesen Händen, die aus der Welt rauskommen. Aber diesmal war ich platt. Krass, was hat Gengar für einen geilen Kampfstil? Der ist ja richtig cool.
Hä? Was ist denn jetzt? Was ist das denn? Kann man das anfassen? Eine Hand abschlecken. Der schlägt die. Warum schlägt er die Resultate ab? Warum? Wieso hast du die Sachen abgeschleckt? So, keine Ahnung. So, aber dann habe ich das wieder bekommen und dann habe ich die Top 4 mit Gengar auch noch platt gemacht. War richtig cool. Mein Gengar damals. Ach ja. Leider ist dieses Gengar existiert leider nicht mehr. Auch mein Glurak existiert nicht mehr. Mein Mewtwo existiert nicht mehr. Weil meine Pokémon rote Edition einen großen Fehler bekommen hat. Das ist komplett abgestürzt und so weiter, weil es gab damals die Möglichkeit, ein Missing You zu bekommen. Und dieses Missing You ist der größte Schrott überhaupt. Das war ein Daten-Pokémon, halt so ein Fehler und so weiter, der sich halt in verschiedenen Pokémon verwandeln konnte und so weiter. Oder und ja, das hat leider damals meine ganze Alter, der wehrt ja nur ab. Ah, krasser Angriff auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall schwieriger werden, weil der wehrt nur ab. Und die sind natürlich auch noch stärker als mein jetziges Gengar. Aber man darf ja nicht vergessen, er ist immer noch auf Level 2. Kannst mal aufhören, die ganze Zeit abzuwehren? Ich schleck dich ab. Oh, das war der Hilfe. Der ein krasser Angriff von Gengar. Schlecker. Schleck, schleck. Zack, ich sitze nur die ganze Zeit nur einen Angriff ein, ist mir aber egal. Zack. Und das war mit. War das Nibel? Hieß jetzt Nibel das Vieh? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder das Nibunia oder so? Ich glaube, das hieß Nibunia oder so. Keine Ahnung. So, machen wir weiter mit Gengar. Gengar hat einen sehr interessanten Kampfstil auf jeden Fall. Oh, Alter, 4 Treffer. Habt ihr es gesehen? Das war ein Angriff von ihm. Alter, wo er meine Verteidigung irgendwie gesprochen hat. Zack, komm her. Dieser Angriffboden, das finde ich auch voll cool. So, jetzt mach ich erstmal was anderes. Alter, was war das denn für ein geiler Angriff? So, und Mega-Entwicklung. Mist, jetzt hätte ich was anderes, jetzt hätte ich noch einsetzen können. Boah, das sieht so irre aus, diese Mega-Entwicklung von Gengar. Die sieht einfach nur krass aus. So. Jetzt sind wir auf Stufe 2. So, ihn will ich eigentlich eher so als mein komplettes Bollwerk benutzen. Also er wird komplette Verteidigung hochkriegen. Oh, jetzt kämpfen wir gegen Belle. Die liebe Belle. Mit einem Lucario. Jetzt muss ich mal dann gucken. Ich bin echt mal gespannt, wie man neue Helfer-Pokémon bekommen kann. Also entweder muss man die wirklich irgendwo kaufen. Da muss ich nur mal in meiner Stadt noch mal ein bisschen gucken. Oh, das ist so schön. Aber ich hoffe mal, wir kriegen auch noch ein paar weitere Welten. Die Gengar da guckt, das ist so geil. Ich so richtig schön in die Kamera. So, wir nehmen wieder Serpifeu. Serpifeu. 600. Uiuiuiui. Au. Bam, schön Luftkombo. Schlag in die Fresse. Oh, das war Hypnose. Bam. Geile Attacke, das war auch cool. Zack. Bam. Das ist so ähnlich wie ein Griff und finde ich voll cool. Und zack, Schlecker. Komm schon, Gengar. Bam. Jetzt klingelt gerade mein Telefon, aber das ist mir gerade egal. Ich bin mitten in der Aufnahme. Und ich wette, das ist mein guter Kumpel Andreas, der mich gerade anruft. Alter, hör doch mal auf. Ich kann jetzt nicht. Bam, bam. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wer das wieder mal war, wer mich wieder angerufen hat. Warte. Sag ich doch mal, Andreas. Mein lieber Andreas, wenn du gerade zuguckst, ich kann gerade leider nicht, weil ich bin gerade mitten im Fighten. Mir gegen Lucario. Bam! Wie habe ich denn gerade nochmal die Attacke gemacht? Ah, das war das.
Es war vorne A gewesen. Alter, wie viel Angriff der auf jeden Fall hat. Genau deswegen will ich eigentlich Gengar auf Verteidigung bringen, weil sein... Bam, bam, bam! Was ich mal auf jeden Fall noch herausfinden möchte, ist folgendes, und zwar, ob wir die Möglichkeit haben... Lapras! Geiler Angriff, Lapras. Wenn wir jetzt diese freien Kämpfe machen... Au! Oh, diesmal wird es knapp werden, auf jeden Fall. Sein Limit ist voll. Oh, ich glaube, diesmal verliere ich den Kampf. Der Lucario ist sehr stark. Hängen da Saftkorns unten? Ja, da sind Saftkorns. Warte mal. Ah, schnell greifen. Jawohl. Ja, wunderbar. Das war ein geiler Kampf auf jeden Fall. Oh, ho, oh. Und er schwimmt durch den Grund. Ich schwimme in meinen eigenen Schatten. Tschüss. Wie cool. Das war schon heftig, der Kampf gerade auf jeden Fall. So, und wir kriegen wieder Punkte. Ach, schade. Schade, schade, schade. Oh, jetzt kämpfen wir wieder gegen einen Lucario. Das wird spannend werden. Das wird echt jetzt schwer werden, weil wenn Lucario schon so krass war, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Behalte deine KP, dann gewinnst du. Ernsthaft? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich nehme auf jeden Fall... Ja, ich nehme Evoli auf jeden Fall mit, damit ich meinen Angriff ein bisschen erhöhen kann. Und dann mein Limit auf höchster Stufe kriegen kann. Und dann halt den Typen voll platt machen kann. Weil ich will euch unbedingt die Mega-Attacke zeigen von dem guten Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Hi. Das stelle ich mir mal vor, wie Gengar wirklich so... Er kommt so hin und sagt nur, hallo. So, Evoli. Auf jeden Fall mein Evoli mitnehmen. Oh, Chanera und Avakel und Trister Joy und Hytera. Bam. Ein Angriff nach der anderen. Eine Combo. Bam. Luftkombo dazu. Schlecker auch nochmal. Wo ich da gerade dabei bin. Eine geile Attacke. Zack. Spookball. Geh weg, Mann. Und wir sind wieder in Duellphase. Zack. Aua. Mist, jetzt wollte ich gerade eine Arschbombe machen. Bam, 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 bam. Und so ein kleiner Mini-Tritt nach oben. So, nehmen wir wieder Amphiesel mit oder wieder nicht Amphiesel? Weil der Lucario ist nicht so krass wie der andere. Der war gerade richtig krass gewesen. Zack. Carrie, also du bist jetzt nicht so ein krasser Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, guck mal, das Pummelluft. Wir machen den voll platt hier, der hat keine Chance. Oh, nochmal. Hypnose. Bam. Und ein... Nee, das ist nicht Hypnose, das ist Aussetzer, oder? Oder Amnesie oder sowas. Bam. Ein schönes Perfekt mit Gengar. Super. Und er schwimmt wieder. Durch den Boden. Griff, da war, oh, die Weiterentwicklung. Oh, Minusimpuls. Und tschüss, Gengar. Mach's gut. Tschüss, tschüss. So ein geiles Pokémon. So. Wir sind Stufe 3. Wunderbar. Jetzt kommt nur noch ein Kampf und dann sind wir wieder einen Rang höher. Und jetzt werde ich nochmal. Ich glaube, ich werde doch nochmal die Verteidigung nochmal hoch machen oder den Angriffsschaden. Verlängert den Limitzustand und erhöht während des Limitangriffs die Limits, Angriff und Verteidigung. Ich nehme nochmal das Bollwerk. Ich will, dass Gengar ein Bollwerk ist. Gar nicht so leicht. Das mit dem Ausweichen. Du bist nicht einmal ausgewichen. Wir haben dich einfach nur zu Tode geschleckt. Oh nein. Na, Weiterentwicklung von Sneebel. Hieß doch Sneebel, oder? Ja doch, ich glaube, das hieß Sneebel. Schniebel, Schniebel, Schniebel. Ja doch, das kommt hin. So, wir nehmen jetzt ja doch, wieder Lapras. Ich würde gerne ein anderes Team irgendwie jetzt haben, so, weil wir auch die anderen zeigen. Ich werde ein ganz großer mit Gengar. Sneebuna. Sneebuna hieß das. Ja, natürlich. Sneebuna. Sneebuna. Los, Gengar.
Ich will gar nicht raus. Na gut, okay. Machen wir sie Blackmail. Und ich nehme Lapras mit Surfer. Was mir aber auffällt, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt keine Wasser-Pokémon irgendwie als Kämpfer. Wäre aber irgendwie cool. Aber stellt euch mal vor, es gibt hier DLCs. Das wäre auch geil, wenn das Spiel weitere DLCs liefern würde, damit man nur andere Pokémon hat und so weiter. Weil ich glaube, es gibt ja insgesamt, glaube ich, 17 Pokémon, die man spielen kann. Alter, ich weiß alles komplett aus. Das ist so geil. Der hat keine Chance. Der kriegt eine Fresse. eine Fausthieb in die Fresse. Das nach dem anderen. Du bist es, Gengar. Du bist einfach der King. So, Serpifeu ist voll. Bitte warten. Dein Gegner ist noch nicht breit. So. Zack. Ausgewichen. Nächster Fratzenangriff. Oh, Tornado des Dunklen. Schleckerangriff. Überball. Zack. Bam. Hypno-Aussetzer. Schlag in den Rücken. Warte mal. Den gleich mal ganz kurz aus. Und Mega-Entwicklung. So. Und los geht's. Das ist sie, die. Wie krass. Wie übel. Und wie er lacht. Wie er das Ding ausgelacht hat. Gengar wins. Ah, Mist. Schade. Aber wir kriegen unser Bonus immer komplett voll. Meisterlich, keine Frage. Du hast schon wieder gewonnen. Wann bist du gut? Und Stufe 4. So, ich mach diesmal den Angriff hoch. Ein bisschen angreifen soll er natürlich auch noch können. Wir sind ein durchschnittlicher Trainer, weil wir 15 Mal gewonnen haben. So, Liga-Matches, Resultate. Was sind wir? Wir sind jetzt... Ah! Wir könnten jetzt eigentlich... Guck mal, wir sind jetzt von Platz 16 auf Platz 9 hochgegangen. Es gibt ja die 8 besten Trainer. Und da müsste jetzt eigentlich das Turnier starten, oder? Eigentlich müsste da jetzt das Turnier starten. Werde im Turnier Liga Bester. Ach so, guck mal. Oder? Warte mal. Das ist die Rangprüfung. Die wird bald kommen. Okay, da bin ich mal gespannt, wann es dann weitergeht. So, Freunde, das war's dann wieder mal für heute von Pokémon Tekken. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja, mal gucken, was wir dann machen werden. Wir werden auf jeden Fall mit dem guten Gengar die grüne Liga, glaube ich, rocken. Und dann sind wir im Turnier und dann werden wir mit Gengar auch, glaube ich, das Turnier dann auch noch schaffen. Oder ich mache dann so einen kleinen Wechsel zwischen Gengar und Gardevoir, dass die beiden dann wirklich halt zusammen uns in die blaue Liga dann hochkriegen werden. Ich sage Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Part von Pokémon Tekken. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!